die eigenen vier Wände. Ja, die sieht man selten, wenn man so ein reisender, ein backender Pianist ist. Ich lebe in einem ständigen Provisorium und ich habe das Gefühl, dass vielleicht ist Provisorium der Normalzustand im Leben überhaupt. Da habe ich zum Beispiel Bilder, auch Bilder, die ich gekauft habe von ausgezeichneten Malern und Malerinnen, die stehen immer noch in einem Depot, schon in der Wohnung herum, weil ich absolut nie die Zeit finde, zu bestimmen, wo sie hingehängt werden und wie sie am besten passten. Jahrelang waren auch meine Noten in einem ähnlichen Zustand, bis dann eine Berufsbibliothekarin, nämlich das ist Elisabeth, mir geholfen hat, die in Ordnung zu bringen. Es ist noch nicht ein Notenarchiv, aber immerhin, jetzt finde ich plötzlich die Noten leichter. Mit Büchern ist es, die habe ich noch immer nicht geordnet, das ist jetzt total durcheinander, aber da weiß ich schon, das rote Buch ist da links und das blaue Buch ist da rechts. Also ganz wie Kinder.